Grüß Gott, meine Damen und Herren, zum dritten Webinar aus der Serie Jetzt Umsatz online machen. Sie sehen, ich stehe wieder alleine da, das heißt, wir haben uns wieder für eine dislozierte Variante gewählt. Michael Reiter hart in seinem Büro aufgerüstet mit Video, Audio und Beleuchtungstechnik. Liebe Grüße von Linz zu dir, Michael. Danke, dass du dabei bist. Ja, das erste Webinar letzte Woche ist um die Grundlagen und die Einführung gegangen. Am Dienstag hat dann Dominik Maisrimmel die Marathonaufgabe gehabt, durch die Welt der vielen verschiedenen Plattformen zu führen. Ja, und heute geht es um die Sichtbarkeit letztendlich. Heute geht es darum, den Kunden dort abzuholen, wo er zu Hause ist. Ja, mit dem Thema Online-Marketing laufend erfolgreich mittels digitaler Werbung verkaufen könnte oder kann man ganze Studien befüllen, Studienlehrgänge. Heute ist die Aufgabe, die wir Michael gestellt haben, der Bereich eher mal so die Basics zu liefern und Ihnen am Ende dieser, und ich werde jetzt schon, sage jetzt schon, weil wir sehr, sehr viele Unterlagen haben, vielleicht überziehen wir ein bisschen, aber wenn es interessant ist, glaube ich, tut dem nichts ab. Aber die Aufgabe ist, dass Sie ein bisschen ein Gefühl haben, wie tickt Werbung im digitalen Bereich und wie könnten Sie das angehen. Ja, es freut mich, es freut uns, dass wieder so viele Teilnehmer dabei sind, dass das Interesse so groß ist. Danke dafür. Die Warnung am Anfang muss ich auch immer machen. Internetstabilität in Zeiten wie diesen haben wir nicht im Griff. Wir hoffen und sind auch guten Dinge, dass es funktionieren wird. Wenn etwas passiert, sorry, wir schauen heute halt, das so schnell wie möglich wieder on air sind. Ja, vielleicht auch noch, die Teilnehmer wissen es eh zum Teil schon, die Folien, die Präsentation gibt sogar schon wieder auf unserer Landingpage, sind heute noch hochgeladen worden. Wir sind gerade dabei, die Mitschnitte zu schneiden entsprechend und die werden auch die nächsten Tage sein, auch die Webinar wird es dann über den YouTube-Kanal bzw. von unserer Landingpage aus zum Downloaden geben. Nützen Sie die Gelegenheit, vielleicht das ein oder andere Mal wieder hineinzuschnuppern. Mein Name ist Hans Baldinger, für die mich noch nicht kennen. Ich bin im Innovationsservice, dort im digitalen Bereich im Wesentlichen und so nicht nur in der Beratung, Digitalisierungsberatung, sondern auch immer, wenn es um Online-Videoberatung und Webinare geht, ist auch so mein Steckenpferd, mit dem ich mich da beschäftige. Ja, es geht nicht nur um uns, dass wir was weiterbringen, sondern es geht auch um Sie. Sie sind im Mittelpunkt. Nützen Sie die Möglichkeit, die Technologie bietet heute, dass wir Chat-Fragen zulassen. Ich werde, wie immer, parallel mit einem Auge ein bisschen schauen, was reinkommt. Werde aufgrund der Erfahrung, der Fülle von Fragen, die reinkommen, eher schauen, dass man wieder clustern kann, dass man ähnliche Fragen zusammenführt, damit wir schön zeitgerecht durchkommen. Michael hat sehr viele Folien. Das ist ganz bewusst so, weil es eben auch durch das, dass wir es downloaden lassen, zum Nachschlagen auch ist. Wir werden über vieles vielleicht sehr schnell drüber gehen, aber Sie haben es jederzeit zur Verfügung. Ja, Michael Reiter, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Michael Reiter ist 20 Jahre im Mediengeschäft. Ich glaube, 12 Jahre bist du jetzt selbstständig. Bist ja einer der ersten, der so mit Facebook-Werbung und zertifiziert war auch. Also da ein absoluter Profi. Und ich habe jetzt bei jedem meiner Gäste immer so ein Zitat, das ich mir gemerkt habe, erwähnt. Und ich weiß, Michael hat bei mir irgendwann einmal gesagt, ich weiß gar nicht mehr wann, das war, Kunden muss man dort abholen, wo sie unterwegs sind, nämlich die Kunden. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Bevor ich es jetzt Michael übergebe, haben wir oder Michael eine Frage vorbereitet. Eine sehr einfache Frage, weil die einfachen Fragen sind immer die interessanten Fragen. Und ich darf bitten um das Einspielen der Frage. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es. Haben Sie schon Erfahrung mit digitalen Werbung? Ja, klar, ohne die geht es einfach nicht. Oder ja, etwas, ich habe es probiert. So richtig leben davon könnte ich nicht. Oder nein, ich habe es aber in Absicht, Werbung zu machen. Also für all jene, die ja jetzt auf E-Commerce verstärkt einsteigen, werden wahrscheinlich auch in dem Bereich nachdenken. Oder auch das kann sein, dass jemand sagt,
mein Unternehmen braucht keine Online-Werbung. Ja, meine Bitte, meine Damen und Herren, möglichst schnell sich zu entscheiden. Sie haben die Wahl, es ist eine Auswahl von einem nur möglich. Und uns ist so wichtig, dass das relativ repräsentativ ist, nicht, dass noch drei Leute wir so quasi die Möglichkeit abwürgen, sondern es sollte schon was rauskommen. Ja, vielleicht in dieser Zeit von mir noch was. Wir haben ja parallel letzten Dienstag die Förderung von Erfolg Plus geöffnet für diese E-Commerce-Tätigkeit. Ja, es sind schon sehr, sehr viele Anträge reingekommen im Tool 1. Mehrere, also ich glaube, gehen wir die 200 zu, aber auch im Bereich, schon im zweiten Bereich sind schon viele da. Freut uns, nützen Sie das weiterhin. Ja, und ich habe gerade von der Regie gekriegt, dass wir ein Ergebnis haben und das blenden wir ein. Ja, ohne dem geht es nicht, sagt ein Fünftel, 20%, probiert, die Hälfte ist so, ja, ich habe schon mal probiert, bin mehr oder weniger glücklich geworden, interpretiere das einmal. Ja, und dann haben wir nur einen großen Prozentsatz von 29%, die sagen, ich habe es in Absicht und ich möchte mich da jetzt einfach informieren, damit ich es richtig mache. Damit habe ich auch schon einen Auftrag an den Michael rübergespielt. Ja, und 1% sagt, das ist für mich nichts. Ich hoffe, dass trotzdem vielleicht was dabei ist. Wäre spannend, wie es am Ende ist. Ja, darf ich da bitten, dass wir zurückgehen und darf jetzt gleich dich bitten, Michael, dass du einfach beginnst. Und ich werde danke Hans für die Einbegleitung und Einbegrüßung, was mich sehr freut und damit habe ich ja auch gerechnet. 1% sagt, ich brauche keine Online-Werbung. So, das heißt, ich glaube, es ist einmal jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin bewusst, ohne dem wird es nicht gehen. Was mich freut, ist, dass knapp 50% gesagt hat, ich habe es schon mal probiert. Ja, okay, das geht ja in manchen Medien wie Facebook oder bei Google relativ einfach, relativ schnell. Aber dass 30% sagen, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe die Absicht, weil ich glaube, ich weiß jetzt, ich brauche das, damit ich Sichtbarkeit erzeuge. Das heißt, das Ergebnis, ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber es freut mich sehr, dass so viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ja, das ist ein Thema, es ist jetzt bewusster geworden in Zeiten wie diesen, dass ich einfach Sichtbarkeit erzeugen muss und das, auf das werden wir in der nächsten Stunde eingehen. Kurz gut zu meiner Person, weil du das Slide gerade hast, Hans. Ja, bin schon lange in der Medienbranche, habe in vielen Bereichen im Digitalbusiness gearbeitet, habe schon lange Agentur, bin Lektor auf der Kunstuni, bin einer der ersten zertifizierten Experten von Facebook in Österreich. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zum Sorgen. Wir betreuen Kunden aus den verschiedensten Bereichen im Digitalmarketing und das Schöne ist immer daran, mir macht Spaß, Kunden Ergebnisse zurückliefern zu können. Was haben wir an Plan heute? Zahlen, Daten, Fakten, ein bisschen so als Input. Welche Plattformen sind relevant? Um das geht es. Es gibt sehr, sehr viele Social-Media-Plattformen, aber welche machen wirklich Sinn? Welche Inhalte funktionieren überhaupt? Das ist einmal die Basis, wann ich überhaupt ans Thema Werbung denke. Und vor allem, wie funktioniert Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, Google-Werbung wirklich? Und am Ende haben wir noch genügend Zeit, um Fragen zu beantworten. Starten wir los. Wenn ich dieses Bild so sehe oder Sie dieses Bild sehen, ich denke immer so an meine Studentinnen und Studenten von der Kunstuniversität, wo ich jedes Semester eine Vorlesung halten darf. Zu denen sagt man Digital Natives oder Generation Z. Und ich höre so oft bei Vorträgen oder bei Coachings und bei Trainings, ja, die sind ja nicht mehr auf Facebook. Und dann habe ich 30 Studentinnen und Studenten gefragt, nutzt ihr nur Facebook? Und da sehen wir da unten eine Zahl, 70% einmal am Tag. Und ich begegne dem so oft, dass so dieser Eindruck entsteht, die Generation Z, also die Digital Natives, die wir da jetzt auf dem Bild sehen, die verwenden das nicht mehr. So Mama, Papa, das ist nicht mehr cool. Da muss man unterscheiden, ist es nicht mehr konsumiert oder werden keine Inhalte mehr hochgeladen. Ja? Das heißt, das Wichtige dabei ist einfach, dass man sieht, wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Werbetreibende können auf der Plattform Menschen erreichen, weil diese sich auf der Plattform befinden. Ob sie jetzt Inhalte dort publizieren oder nicht, sage ich mal ganz salopp, ist mir wurscht. Bei Instagram, was man da unten sieht, 100% der Digital Natives
nutzen Instagram mindestens einmal pro Tag. Das heißt, heute auch in dem Webinar jetzt, wo ich es zusammenfasse, immer bitte, wenn ich sage Facebook, meine ich die Facebook Family of Apps. Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Audience Network, WhatsApp und alles, was noch dazugehört. Also bitte, ich rede halt nicht immer nur vom blauen F, ne? Das gehört zur Facebook Family of Apps. Das Branding von Facebook ist ja sehr gut. Es ist sehr gut, aber es wird immer so oft auch im Bekannten- und Familienkreis so, da kommt immer so ein bisschen das rüber, ja, meine Kinder verwenden das eh nicht mehr. Aber zwischen verwenden, das heißt reinschauen, und zwischen Inhalte aktiv publizieren ist ein Unterschied. Und für uns als Unternehmerinnen und Unternehmer ist es notwendig, einfach Inhalte zu publizieren, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Mehr will ich nicht. Wir schauen weiter. Durchschnittliche Nutzung sozialer Medien. Ist, glaube ich, klar, dass die Generation Z ganz auf der rechten Seite, die Youngsters sozusagen, die Digital Natives, mehr konsumieren. Aber man sieht durch die Generationen hinweg, die Konsumation ist schon hoch. Und wenn wir auf die nächste Folie schauen, dann sehen wir hier ganz deutlich, wann wir an unsere Kunden von morgen denken, nämlich die Digital Natives, und die hat jeder von ihnen, garantiert, in welchem Bereich auch immer das er arbeitet. Aber dann sehen wir hier ganz links eines sehr, sehr deutlich. Was für Social Network? YouTube. YouTube ist nicht die weltgrößte Streaming-Plattform. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. YouTube ist bei vielen Unternehmen noch nicht im Marketing-Mix so richtig angekommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich unsere Zielgruppe der jungen Generation nutzen möchte, aktivieren möchte, denke ich mal an meine Studenten. Schauen die nur Fernsehen? Schauen die Oberösterreich heute, schauen die Zeit im Bild so richtig um 19 Uhr oder 19.30 Uhr? Nein, das machen sie nicht. Aber was machen sie? Sie konsumieren digitale Medien. Und wenn ich als Unternehmen, und das zuerst Hans sehr richtig gesagt hast, ich muss dort sein, wo meine Kundinnen und meine Kunden sind. Und wenn meine Kunden auf YouTube sind, dann habe ich als Unternehmen auf YouTube präsent zu sein. Ob man das jetzt Spaß macht, ob ich es kann, ob ich Lust dafür habe, das zählt nicht. Und darum haben wir ja auch abgefragt zuerst, wie viel sagen Sie, brauchen keine digitale Werbung. Und da waren wir bei 1%. Ja? Und wenn ich da jetzt dann weiterschaue, so Facebook 77% oder Instagram, ich glaube, dann ist uns allen klar, gerade jetzt in dieser Zeit, wie wichtig es ist, auf diesen Kanälen als Unternehmen präsent zu sein, um, letzter Satz dazu, auch meine Kunden weiterhin zu erreichen. Das ist das Ziel. Darf da vielleicht eine Ergänzung machen, weil diese Frage war früher im Geschäft einmal, auf welche Messe fahre ich? Und da war auch nicht entscheidend, welche Messe dem Unternehmen gefällt, sondern wo treffe ich die meisten Kunden. Und dort investiere ich, habe mal Geld investiert. Ich war früher im Verkauf tätig und die Entscheidung ist komplett auf dasselbe. Welcher Kanal sind die Kunden, die mir letztendlich Geld bringen? Das ist genau dasselbe. Also es ändert sich nur, es wird digitaler, ja. Und es gibt einfach verschiedene Plattformen, wo sie verschiedene Zielgruppen tummeln. Und das Wichtige ist, wenn wir nachher noch ausführen, ist einfach so, wo sind meine Zielgruppen? Und hier nur ganz kurz ein Einblick in was passiert in einer Minute im Internet, also 60 Sekunden. Und ich sage jetzt nur so ein Beispiel. 19 Millionen Textnachrichten, 4,7 Millionen YouTube-Aufrufe, 764.000 Netflix-Aufrufe und das konnte man jetzt nur beliebig weiterziehen. Also man sieht schon, diese digitalen Plattformen werden mehr und mehr genutzt. Das wird nicht weniger, das steigt so. Es kommen neue Plattformen dazu und einfach mein Tipp dazu immer an Unternehmerinnen und Unternehmer ist, bitte auch den breiten Blick zu haben, was kommt da noch alles. Man sieht ganz unten auf 6 Uhr TikTok. TikTok, ein sehr neues, aktuelles Videonetzwerk mit interessanten, lustigen, oft schockierenden Videos. 1400 Downloads der App pro Minute. Also das muss man sich mal vorstellen. Und darum sage ich immer, wenn mich wer fragt, was ist in 5 Jahren, sage ich, ich kann es nicht sagen.
weil vielleicht gibt es in 5 Jahren noch ein anderes Netzwerk. Also bitte immer diesen breiten Blick auf das Ganze behalten. Social Media. Warum? Machen wir ganz kurz und knackig. Es gibt ein paar Punkte, die man beachten muss. Neue Zielgruppe, vollkommen klar. Wir können Leute erreichen, die wir über klassische Massenmedien nicht erreichen, weil die konsumieren, wie meine Studentinnen und Studenten, sage ich mal ganz gern, die konsumieren nur TikTok, die konsumieren nur WhatsApp, die konsumieren nur YouTube. Das heißt, neue Zielgruppe. Ich kann als Unternehmen Meinungsbildung betreiben, ich kann Umfragen betreiben, ich bekomme Feedback von echten Leuten. Ich kann die Beziehung zwischen meinen Kunden stärken. Soziale Netzwerke sind Dialogkanal. Also du kannst mir was schicken, ich kann dir was schicken. Wir können gegenseitig Vertrauen aufbauen. Ich kann in Echtzeit reagieren. Das ist auch eine tolle Sache. Das geht bei einem Zeitungsinserat nicht, zum Beispiel. Und das Wichtigste aus meiner Sicht als Performance-Marketer, ich kann digitale Kampagnen schalten, um hier mehr Leute zu erreichen. Also das sind einmal, glaube ich, die 5 Hauptpunkte, warum Social Media. Was wir auch herausgefunden haben, ist 3 Gründe für die Nutzung von sozialen Medien. Viele Leute suchen nach Produkten, suchen nach Dienstleistungen. Ja? Das wird nicht nur bei Google gemacht. Das passiert bei YouTube, was zu Google gehört. Das passiert bei Facebook, das passiert in anderen Netzwerken. Das heißt, Leute wollen Produkte finden, Leute wollen Dienstleistungen finden. Also bitte das immer ins Bewusstsein rufen. Und man sieht es auf der rechten Seite von der Folie ganz gut dokumentiert, dass mittlerweile schon knapp die Hälfte der Suchanfragen über soziale Medien gingen. Das heißt, das eine, ich sage immer ganz gern, Google ist bedarfsdeckend. Das heißt, ich suche nach was und dann kriege ich Ergebnis. Und Facebook ist bedarfsdeckend und Instagram genauso und YouTube. Ich kriege auf einmal was eingeblendet, was vielleicht meinen Freunden gefällt oder aufgrund von Werbung. Und bekomme auf einmal die Info so, das könnte dir vielleicht gefallen. Das heißt, man muss immer dieses Google- und Facebook-Thema so zweiteilen. Aber ich kann mit Facebook und Instagram und Co. und auch mit anderen sozialen Netzwerken einen Bedarf vielleicht schaffen. Und das ist als Unternehmen wichtig, um einfach neue Zielgruppen zu generieren. Ja, jede Zielgruppe braucht eine andere Ansprache. Das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Fangen wir an bei der Generation der Babyboomer, Jahrgang 45 bis 64. Man sieht es, glaube ich, auf dem Gutschein ganz gut. Ja, so, das ist nur eine Generation, die kann sich so mit Rabattgutscheinen, mit Vergünstigungen ganz gut anfreunden. Das ist nur die Generation, die sagt, ich kriege irgendwie was for free oder was günstiger. Wenn wir dann auf die nächste Generation schauen, nämlich die Generation X, die sich schon mehr mit digitalen Medien beschäftigt, wo man dann wirklich sieht, beim Newsletter, lieber Herr Reiter, werde persönlich angesprochen. Ah, das tut uns alle gut, oder? Ja, auch wenn es der Computer macht. Die wollen schon digitalere, zuverlässigere Angebote auf digitalen Medien. Aber ich möchte jetzt auf die nächsten 2 Generationen gehen, nämlich die Generation der Millennials, also Jahrgang 84 bis 2000, die schon quasi Produkte mit speziellen Stories brauchen. Das heißt, da ist nicht immer nur dieser Preisfaktor der Ausschlaggebende, so kriege ich jetzt was, eins, zahle eins und kriege eins gratis, sondern so hat das Produkt der Geschichte, berührt mich das irgendwie. Und jetzt gehen wir nur einen Schritt weiter, nämlich zur Generation Z, von der man heutzutage immer spricht, so die um die Jahrtausendwende Geborenen, die jetzt so 20 sind. Da steht recht schön, wollen relevante Marketingbotschaften, die sich in den Alltag integrieren und Wow-Effekt haben. Und dieser Wow-Effekt, das ist genau dieser Effekt, wo dann diese Generation sagt, jetzt kaufe ich mir's, weil das finde ich cool. Ja? Und diese Dinge muss man ein bisschen bedenken. Das heißt, Werbung an sich oder Inhalte an sich, muss man immer überlegen, wer ist meine Zielgruppe und wie kann ich meine Zielgruppe ansprechen. Das ist für mich ganz wichtig als Basis, wenn es in Richtung Werbung geht. Weil Werbung kann nur dann funktionieren, wenn die Grundinhalte für die Zielgruppe funktionieren. Und ich glaube, die Richtung ist, habe ich schon was reinkommen gesehen. Das kann immer auch auf demselben Medium, könnten sich mehrere Zielgruppen bewegen. Das heißt aber auch verschiedene Werbung in dem Fall.
Genau, und das ist ja der Vorteil. Zudem kommen wir dann nachher noch beim Thema Werbung, dass man die verschiedenen Zielgruppen in demselben Medium mit unterschiedlichen Inhalten bespielen kann. Ja, kurz Facebook, 16 Jahre alt, 44.000 Mitarbeiter, also kein kleines Unternehmen mehr. Was interessant ist, 4 Millionen Postings, 4 Millionen Inhalte jede Minute. Das muss man sich mal vorstellen, das ist eine Dimension, die schafft kein anderes Massenmedium. Und die Family of Apps, zu der wir jetzt schauen, das ist immer sind so diese vier Top-Apps für mich. So Facebook, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram. Das ist so diese Facebook Family of Apps. Und ich sage immer ganz gern, mir ist es egal, wo sie die Kunden bewegen. Ich erreiche sie auf jedem Kanal. Und das ist der Vorteil, wenn man an Online-Werbung in Sachen Facebook denkt. Jetzt haben wir die Zahlen für Österreich, die ganz interessant sind. Jetzt haben wir zuerst gesehen, global, also über 2 Milliarden Menschen. Ich sage immer ganz gern, 8 Milliarden Einwohner oder nicht ganz, 8 Milliarden haben wir auf der Welt. 2 sind bei Facebook, aber 4 Milliarden sind erst online. Also 4 Milliarden können erst online gehen. Also jeder zweite auf der Welt, der online gehen kann, ist via Facebook erreichbar. Das ist das Thema, warum ich immer sage, so Facebook als Gesamthülle. Und wenn wir jetzt auf kurz einmal vom ersten Platz auf den dritten Platz springen, Richtung Instagram, was ja auch Facebook gehört, dann sehen wir, dass wir in Österreich mittlerweile über 2 Millionen Nutzer haben. Es gibt keine Tageszeitung, es gibt kein Massenmedium, es gibt keinen Radiosender, es gibt keinen Fernsehsender, der so viele Menschen erreicht. Und dann springen wir dazwischen auf YouTube. Und YouTube ist sozusagen die Konkurrenz von Facebook. Und YouTube hat den weltgrößten Videokanal, den es überhaupt gibt mittlerweile. Aber niemand weiß, bleibt es so? Wird es so werden? Wird vielleicht Facebook einmal mehr werden? Oder wird vielleicht Twitch oder andere Kanäle oder TikTok größer werden? Aber ich glaube, an dieser Grafik sehen wir, dass wir in Österreich mit Facebook jeden zweiten Österreicher erreichen können, mit Instagram jeden vierten sozusagen. Und wir reden hier über Zahlen, über Menschen, die mindestens einmal im Monat online sind. Und dann wird es ein bisschen dünner. Ja, bei Twitter, das ist ein spezielleres Gebiet, eher mehr so im journalistischen Bereich, im politischen Bereich. Und dann ganz rechts haben wir noch 2 Social Networks, eher mehr im B2B-Bereich. Xing und LinkedIn, 2 Business-Netzwerke, wo ich auch sage, ja, kennen Sie Ihre Zielgruppe? Sind Sie mehr im B2B-Bereich tätig? Dann mag Xing oder LinkedIn sicherlich eine gute Wahl sein. Am Ende vom Tag muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, wie viele Ressourcen habe ich? Wie viel Zeit kann ich aufwenden, um die verschiedenen Kanäle zu bespielen? Und wie gesagt, wenn Sie die Zeit haben, wenn Sie die Ressourcen haben, bitte bespielen Sie viele Kanäle. Weil je mehr Kanäle Sie bespielen, desto mehr potenzielle Kunden können Sie erreichen. Aber eins ist mal ganz wichtig im Abschluss zu der Folie. Inhalte, die für die Zielgruppe auf diesem Kanal relevant sind. Wenn es nicht kann, weil ich die Ressourcen nicht habe, weil ich die Inhalte nicht habe, dann lasse es bleiben oder kümmere mich nur um einen Kanal. Das ist viel besser, als ihr wurschtelt auf 5 Kanäle herum. Du beantwortest die Fragen schon, bevor es reinkommen, glaube ich, oder simultan. Genau, simultan. Das ist jetzt genau so eine Frage. Ich bin noch nicht auf Facebook. Meine Frau, also ein kleines Unternehmen, interpretiere es einmal, sagt, wir müssen dort Werbung machen. Wie viel Aufwand brauche ich? Wie oft muss ich es aktualisieren? Ich bin skeptisch, das zu schaffen. Ja, zu dieser Frage gibt es eine Antwort. Und das ist die Antwort, die man immer gibt in diesem Fall, nämlich immer, wenn ich was zu erzählen habe, wenn ich Inhalte habe, von denen ich der Meinung bin, dass sie meine Kundinnen und meine Kunden oder meine Zielgruppe berührt oder interessiert, dann poste ich was. Ich sage immer ganz gern, wenn ich mein Smartphone nehme und Facebook starte und den Newsfeed durchscrolle,
Ich warte nicht auf Ihre Nachricht. Ich warte nicht drauf. Ich sage nur, wenn es nicht gut ist, wische es einfach weg. Ich wische es einfach weg. Schade um den Aufwand, den Sie betrieben haben. Aber wenn es gut ist, weil es passt zu Ihrer Marke, zu Ihrer Dienstleistung, zu Ihrem Produkt, dann werde ich vielleicht stehen bleiben und werden uns vielleicht anschauen. Aber wenn es nichts ist, wische ich Sie im Bruchteil einer Sekunde weg. Bitte immer das bedenken. Niemand wartet auf Ihre Botschaft. Aber jeder bestraft Sie, wenn sie nicht gut ist, weil sie nicht für mich gemacht ist. Facebook an sich sehr oft genutzt am Tag. Man sieht es 100-mal am Tag, entsperren wir ein Handy. Nutzungszeit 30 Minuten. Wow, so oft werden wir wahrscheinlich oder so lange werden wir wahrscheinlich keine Tageszeitung lesen. Und wenn wir dann um das gehen und über das reden, was brauche ich oder was erwarte ich eigentlich von den Inhalten? Dann gibt es zwei massive Punkte, nämlich den einen Information. Ich bin in sozialen Netzwerken, ob das jetzt Facebook ist, YouTube ist, LinkedIn ist, ganz egal, weil ich Informationen bekommen möchte. Aber der zweite Punkt, und den haben viele Unternehmen noch nicht verstanden, ich gehe da rein, weil ich unterhalten werden möchte. Weil ich nicht jeden Tag ein Rosenmäher verkauft werden kriegt. Ich möchte nicht jeden Tag irgendwas, kauf das, da ist die Aktion. Das interessiert mich nicht. Sondern es muss eine Mischung sein aus, schau, ich biete dir was an, das ist gut. Und schau, da hast du was, das bringt dich zum Schmunzeln. Oder ich vergleiche es immer mit dem Rosenmäherhändler, wenn der Rosenmäherhändler mir einen Tipp gibt und sagt, hey Michael, jetzt ist so schön, jetzt war es Zeit zum Vertikutieren. Dann sage ich, danke, danke für den Tipp. Und danke, dass du mir nicht den dritten Rosenmäher verkaufen wolltest. Das ist ganz wichtig. Brot und Spiele. Genau. Immer mehr Information prasselt auf uns ein. Und wenn man sich dann anschaut auf der nächsten Folie, wie das ausschaut, dann sieht man immer mehr Unternehmen, immer mehr Menschen produzieren immer mehr Inhalte. Aber wir Menschen können immer nur Inhalte, immer nur ankonsumieren. Das heißt, wenn wir es jetzt runterbrechen auf das nächste Slide und uns ein bisschen anschauen, so wie ist jeder von uns aufgestellt, dann sieht man, jeder hat im Schnitt 400 Kontakte und folgt 100 Marken. Ja? Wenn wir das jetzt weiter schauen im Trichter nach unten, dann sieht man ganz deutlich, jeder von uns würde im Schnitt am Tag 1500 Meldungen bekommen. Ich vergleiche das immer mit einer Tageszeitung. Wenn ich Ihnen jetzt eine Tageszeitung gebe mit 150 Seiten, dann werden die meisten sagen, das habe ich jetzt keine Zeit. Ich blätter kurz zum Sport oder zum Fernsehprogramm oder zur Wirtschaft und dann lege ich es weg. Wenn ich meinen Newsfeed starte am Smartphone und das mache ich jetzt einmal ganz live, ja, den starte ich jetzt und dann beginne ich hier zu scrollen. Dann sehen wir hier, kommen Inhalte von unten. Aber ich weiß nicht, ist es Wirtschaft? Ist es Sport? Ist es TV? Was ist es? Das heißt, Facebook, genauso wie Instagram, genauso wie YouTube, genauso wie TikTok, genauso wie LinkedIn, wie Xing, muss sie überlegen, wie können sie uns Inhalte so zusammenspitzen, dass sie für uns relevant sind. Und jetzt schauen wir mal, was aus der 150 Seiten Tageszeitung passiert, nämlich diese Medien, diese sozialen Medien sagen, von der Tageszeitung mit 150 Seiten, so dick ist die, reise 120 raus und 30 Seiten oder übersetzt auf Postings 300 bekommst du. Also jeder von uns, der soziale Medien nutzt, bekommt nur einen Bruchteil dessen, was er aufgrund seiner Kontaktverbindungen, aufgrund seiner Abonnements bekommen müsste, nur einen Teil. Und jetzt kommen wir dann eben zum Thema Werbung. Aber da brauchen wir noch ganz kurz, weil wir schauen jetzt aufs nächste weiter. Was kann man denn machen? Das heißt, Facebook beschneidet die Reichweite. Ich sage immer ganz gern, Facebook ist nicht die Caritas, auch ihr Massenmedium, ihre lokale Zeitung ist nicht die Caritas. Die sagen, wenn du Reichweite haben möchtest, dann kannst du mir Geld geben und für Geld bekommst du Inserate. Und bei Facebook ist es nicht anders. Es gibt da eine gewisse redaktionelle Reichweite, so kann man das nennen. Aber was kann man dagegen tun, dass man vielleicht ein bisschen besser noch kostenlose Inhalte kriegt. Schauen wir es uns auch auf die nächsten Folien, ganz zackig. Es gibt bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, bei Xing viele Möglichkeiten, Inhalte zu publizieren.
Das kann ein Foto sein, das kann ein Video sein, das kann ein Angebot sein, das kann eine Notiz sein, das kann eine Veranstaltung sein, vieles mehr. Ich glaube, man sieht es da auf der Folie ganz gut. Ja? Das heißt, bitte wechseln Sie die Inhalte ab. Andere Menschen, andere Zielgruppen werden durch verschiedene Inhalte angesprochen. Also bitte nicht immer nur Text mit Bild, Text mit Bild, Text mit zwei Bildern. Schauen Sie nach, was gibt es für Posting-Techniken. Schauen wir weiter. Do's and Don'ts. Machen wir ganz zackig. Ich glaube, für viele ist schon klar, aber der eine oder andere, glaube ich, kann es nur brauchen. Also, man sieht hier ganz deutlich, wo fällt Ihr Blick hin? Schauen Sie mal das Slider. Ich hoffe, es bewegt sich halbwegs. Bei mir tut es ganz gut. Ja, klar, aufs Bewegtbild. Was denn sonst? Wenn wir dann weiterschauen, beim nächsten Klick auf das Slide, haben wir hier ein 360-Grad-Posting. Wir haben einfach mit einer Kamera, es geht aber auch mit vielen modernen Smartphones, ein Panoramabild gemacht. Das sind Inhalte, die Menschen ansprechen, die Menschen interessieren. Und sie sehen und horchen es auf sich selber eine. Das schaue ich mir an. Erstaunt Bild ist erstaunt Bild. Es ist einfach fad. Schauen wir weiter. Was sind nur so gute Möglichkeiten? Live-Formate. Wir können bei Facebook live gehen. Sie können live von Ihrem Smartphone, von Ihrem Computer Inhalte übertragen. So wie das Webinar jetzt gerade. Schauen wir weiter. Was gibt es nur für Möglichkeiten, die ganz praktisch sind? Den Usern, unseren Nutzern Aufgaben zu stellen. Man sieht es an den Beispielen ganz gut. Was bei Facebook und Co. interessant ist, ist immer Interaktion. Wie schaffe ich es, dass Menschen was mit meinem Inhalt machen? Und genau dieses Beispiel, diesen zwei Postings, deckt es sehr, sehr gut ab, weil ich muss was damit machen. Oder ich kann was beantworten, ich kann was dazu beitragen. Das können wir im Fernsehen nicht. Das können wir in der Zeitung nicht. Da können wir das. Und Interaktion schafft Reichweite, Interaktion schafft Vertrauen. Was haben wir nur für Beispiele mitgebracht? Ganz einfach. Profilbild und Titelbild. Man sieht hier ganz links, und ich glaube, es ist für jeden klar, aber ich sage es trotzdem immer wieder her, weil ich sehe noch so viele Beispiele, wo es nicht funktioniert. Das Titelbild hier auf der linken Seite, dieses große Breite, das ist Ihr Auslog. Das ist Ihre Auslage. Zeigen Sie in Ihre Auslage her, was geht. Ganz links das Profilbild. Zeigen Sie Ihre Marke her. Auf der rechten Seite, das funktioniert nicht. Das schaut sich keiner an, das merkt sich ja keiner. Schauen wir weiter, Hans, damit wir nicht mit der Zeit knapp werden. Ja, One-Way-Kommunikation. Auf der linken Seite ein nettes, ich sage mal, eine nette Herausforderung, wo man irgendein Rätsel lösen muss. Interessant, vielleicht tut der eine oder andere mit. Rechts, was soll ich da machen? Ja, jetzt konnte ich den Link anklicken, aber so richtig motivierend ist es nicht. Schauen wir weiter. Bildqualität. Ein Thema, das hoffentlich mittlerweile keins mehr ist. Jeder von uns hat ein Smartphone, das mittlerweile gute Qualitäten liefert. Ein bisschen Auge dafür, ein bisschen schauen, ob das Licht passt. Viele Smartphones haben schon zwei Kameras, wo man wie da links ein Foto machen kann, das vorne scharf und hinten unscharf ist. Tolle Geschichte. Das schaue ich mir gerne an, das tut gut. Rechts, ich wische sie einfach weg. Profibild, weil das ist auch so eine Frage, brauche ich Bilder vom Profi oder kann ich, weil du hast das Smartphone gehabt. Gute Frage. Also es kommt natürlich immer aufs Budget von dem Unternehmen drauf an. Und ich sage, ein Profibild ist sicher immer toll. Aber ich glaube, es braucht nicht immer ein Profibild. Natürlich, wenn ich eine Modekollektion, eine Modestrecke habe oder Sachen, die wirklich perfekt inszeniert werden müssen, dann macht es sicherlich Sinn, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Fotobranche zusammenzuarbeiten. Wir alle lieben gute, schöne Fotos. Aber was ich damit gemeint habe, wenn ich jetzt anfange und beginne damit, die ersten Schritte vielleicht zu machen und ich habe ein Smartphone, das halbwegs gut funktioniert, dann funktioniert das auch. Wenn ich natürlich in die nächste Liga aufsteigen will, bitte natürlich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Fotobranche zusammenarbeiten, die haben auch den Blick dafür. Ja, und ganz kurz noch, logisch, für die mobile Ansicht optimiert, ich brauche definitiv Inhalte, die am Smartphone funktionieren. Also ich vergleiche das immer damit, eine Speisekarte, die A4 ist,
abzufotografieren und zu posten, so wie da ganz rechts, so was Ähnliches auf dem iPhone da, macht keinen Sinn. Also bitte immer daran denken, kann mein Kunde den Inhalt am Smartphone konsumieren, ohne dass er klicken und zoomen muss. Das gefreut uns nicht. Für das haben wir die Zeit. Da stelle ich jetzt die Frage, also schlecht ist besser wie gar nicht oder stimmst du dem nicht zu? Nein, dem stimme ich mittlerweile nicht mehr zu. Das war so vor 10 Jahren oder länger bei YouTube, hat man gesagt, ja, ein schlechtes Video, das macht nichts, Hauptsache der Inhalt ist gut. Ich bin nach wie vor noch der Meinung, der Inhalt muss gut sein. Aber ich glaube, heute, 2020, wo jeder mit einem Smartphone, mit einer Technik ausgestattet ist, die gut funktioniert, brauche ich mir keinen schlechten Inhalt oder keinen schlecht gemachten Inhalt mehr anschauen, weil, wie gesagt, das Angebot ist so groß und ich werde es eher wegwischen und den Zuschlag jemandem geben, der mir das, ich sage immer ganz gern, so mundgerecht aufbereitet. Ganz deiner Meinung. Bevor du jetzt auf Werben eingehst, da gleich die Einstiegsfrage, die schon länger da steht, habe ich zurückgehalten. Wie viel Geldbudget sollte man für vernünftige Social Media Werbung pro Monat als KMU ausgeben? Die Answerfrage. Während die Frage jetzt eingeblendet wird, Hans, oder? Nein, das war jetzt die Frage, die gerade reinkommen ist an dich. Okay. Oder relativ simpel beantwortet. Es hängt immer davon ab, wer ist meine Zielgruppe und wo ist meine Zielgruppe. Also wenn ich jetzt Kunden habe, wie bei mir, die auch aus Oberösterreich sind und Zielgruppe ist in Oberösterreich, ja, dann wird das Budget überschaubar sein. So, jetzt wollen natürlich alle wissen, was ist so ein Budget, das einen Sinn macht zu bewerben. Ich fange mal bei dem an, Facebook-Werbung an sich grundsätzlich beginnt bei 1 Euro pro Tag. Ja, das heißt, wenn ich 30 Tage Werbung schalte, dann komme ich mit 30 Euro aus. Die Frage ist, ist es sinnvoll? Wenn der andere sagt, naja, ich habe mehr Budget, für mich ist immer so, aber auch wenn es Kolleginnen und Kollegen aus der Branche zuschauen, und da, ich kann da keinen Fixbetrag sagen, ja, das ist jetzt kein Inseratenpreis. Aber für mich beginnt es immer, wenn man sagt, okay, ich bin ein KMU in Oberösterreich, wo ich sage, ja, bei 500 Euro im Monat kriegt man sicherlich schon einiges. Wenn ich nur 100 habe als EPU, weil es geht nicht mehr und da kenne ich genügend, die ich auch coache, sage ich ja, aber nutzt es. Weil gratis Reichweite bei Facebook ist bald zu Ende. Es gibt es bald nicht mehr. Ja? Genauso wie du kein gratis Inserat in der Zeitung kriegst und kein gratis Werbespot bei TV oder bei Radio. Und besser 100 Euro, besser 50 Euro Werbebudget als gar nichts. Nach oben natürlich unter Anführungszeichen beliebig verwendbar. Was nicht geht, um das vielleicht auch gleich zu erklären, oder sehr schwierig geht, wenn man jetzt sagt, ich habe 10.000 Euro Werbebudget für einen Monat in Oberösterreich, dann sage ich fairerweise, das wird sich nicht ausgehen, weil so viele Leute können wir nicht erreichen. Oder andererseits, die Leute werden so genervt von deiner Werbung, dass du einfach dann ein Lehrgeld zahlst. Ja, genau. Das ist mal ganz eine wichtige Folie, aber ich will mich trotzdem nicht zu lang aufhalten. Jedes Unternehmen, und ich werde so oft gefragt, ja, und was ist jetzt wichtig? Die Slides gibt es ja als Download, Hans, hast du gesagt. Genau. Das heißt, alles wird zum Nachlesen, auch zum Nachschauen sein, wie dieses Webinar. Eins ist ganz wichtig, die Frage, die man sich stellen muss, bevor wir mit Werbung beginnen, lautet, was ist mein Ziel? Ist mein Ziel Webshop-Verkäufe? Ist mein Ziel Videoaufrufe? Ist mein Ziel Reichweite, also möglichst viele Leute mit meiner Botschaft zu bespielen? Oder ist vielleicht mein Ziel Anrufe, Nachrichten oder E-Mails. Das muss jedes Unternehmen für sich definieren. Was ich am meisten, und ich sage es wirklich, hasse und verabscheue, ist dieses Denken, wie viel Herzerl, wie viel Likes hat mein Posting?
Das mag vielleicht für das eine oder andere Unternehmen funktionieren, aber es ist sicherlich nicht das Unternehmensziel, sondern das Ziel lautet sicher, viele Menschen zu erreichen oder etwas online zu verkaufen in Online-Shops oder Anrufe zu generieren oder einen Dialog zu starten. Aber Likes und Herzerl bei Instagram, genauso wie bei LinkedIn, also das ist jetzt, da nehme ich jetzt alle Social Networks mit rein, ist jetzt für mich nicht unmittelbar ein Erfolgsmessgrad, sondern der kann nur lauten, was ist mein Unternehmensziel? Und wenn ich jetzt denke an Beratungen oder wenn ich denke jetzt an Masseure und so weiter, was ist das Ziel? Das Ziel wird sein, dass ich Buchungen für Massagen bekomme und nicht Likes auf meinen Beitrag. Das kann kein Ziel sein. Also, ich bin da sicherlich einer, der das sehr offen und sehr ernst kommuniziert, aber ich habe das wirklich in den vielen Jahren kennengelernt, auch bei dem einen oder anderen Kunden, der einfach nur nicht verstanden hat, dass Likes und Herzerl kein Erfolg sind. Erfolg ist Umsatz, den ich generiere durch meinen Inhalt. Der kann natürlich auch dadurch kommen, aber das muss man sich anschauen. Du hast uns jetzt wunderbar die Kernbotschaft von Erfolg Plus dort gesagt. Also alle diese Projekte, die dazu führen, dass ich mehr Umsatz mache, die sind förderwürdig, weil in die Richtung sind auch schon Fragen da gewesen. Und Herzerl, lieber Hans, und Likes sind nicht förderwürdig. Förderwürdig sind Kunden, die ich mit meiner Botschaft als Unternehmen anspreche, wo ich dann sage, aus dem passiert ein Folgegeschäft oder ein Umsatz. Und das wollen wir genauso in dieser Zeit erreichen, dass auch dieses Denken passiert. Was kann ich nicht vielleicht online anbieten? Wie kann ich vielleicht in einem Online-Shop meine Produkte oder meine Dienstleistungen anbieten? Das ist mehr denn je wichtig und wird auch nach gewissen Krisenzeiten umso wichtiger sein. Ja, Falls noch Facebook-Werbung. spezielle Frage schon reinkommen, ob es bei YouTube noch diese 1 Million Klicks-Grenze gibt, wo man dann Geld retour kriegt, also wo so quasi YouTube was zahlt dafür. Es ist so, es ändern sich bei diesen sozialen Medien permanent diese Eintrittsbeschränkungen. Und ich will mich da jetzt nicht auf diese 1 Million festnageln. Ich habe an Kunden, der hat mittlerweile 5.000 Abonnenten auf YouTube und hat mir erzählt, dass er mittlerweile in seinem Segment, der macht so Coachings und Trainings, in seinem Segment mittlerweile 100 bis 200 € im Monat von YouTube an Werbung, an Werbebudget zurückbekommt. Also das ist jetzt nicht mehr so ganz, ganz hoch, sondern da zählt eher wieder mehr, habe ich gute Inhalte, habe ich authentische Inhalte, stehe dahinter und ich habe eine andere Kundin, ganz eine nette im Fitnessbereich, die sagt, ich mache es einfach einmal. Nicht, ich schaue, dass ich nächsten Monat einen Umsatz mache. Nicht, ich habe das Ziel, dass YouTube sagt, ich überweist jetzt 100 € nächsten Monat, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil ich meinen potenziellen Kunden und meinen bestehenden Kunden einen Mehrwert geben möchte. Und dann schauen wir es uns einmal nach einem halben Jahr, schauen wir mal, hat es funktioniert? Oder müssen wir noch was schrauben? Ja, ich bin ein bisschen ein Dusch auf der, bei der Uhr schrauben, glaube ich, wenn ich so schaue. Aber ist ja nicht gut. Schauen wir zackig weiter. Facebook-Werbung. Gibt kein Massenmedium, wo ich so toll das einschränken kann. Wir schauen bitte weiter nach Ort, Alter, Sprache und so weiter. Es gibt drei verschiedene Zielgruppentypen. Bei der nächsten Folie sehen wir jetzt einmal die erste Einblendung, nämlich wie schaut es dann aus? Was ist eine Core-Audienz oder eine sogenannte gespeicherte Zielgruppe? Ort, Alter, also demografische Angaben und Interessen. Das kann ich mal definieren, wenn ich meine Zielgruppe kenne. Das ist einmal die Basisgeschichte. Wir schauen weiter auf die nächste Folie. Da sehen wir, es gibt dann noch die Custom Audience, also die eigene Zielgruppe, wo man an dem Slide sieht, ich kann das aufgrund einer Kundendatei zum Beispiel nutzen. Also ich könnte eine Kundendatei hochladen bei Facebook. Bitte immer checken, ob Ihr Kunde auch, wie er bei Ihnen Opt-in gemacht hat, also sich angemeldet hat mit der E-Mail-Adresse, auch das akzeptiert hat zu Marketingzwecken, das ist ganz wichtig. Ich kann aufgrund von meinen Webseiten Traffic Zielgruppen bauen oder aufgrund von Interaktionen auf der Facebook-Seite. Also das sind dann Zielgruppen, die noch zielgenauer
genauer und spezifischer für den Kunden da sind. Wir schauen eins weiter, nämlich zu dem Thema Interaktionen, was eine tolle Möglichkeit ist, dass man wie in dem Beispiel hier, ich kann sagen, ich möchte Personen mit einbeziehen, die zum Beispiel in den letzten 365 Tagen mit meiner Facebook-Seite oder auch mit meiner Instagram-Seite interagiert haben. Das heißt, ich kann Leute ansprechen mit meiner Werbung, die irgendwann einmal im letzten Jahr schon mit mir oder mit meinen Inhalten Kontakt gehabt haben. Es gibt keine, man sagt so ganz gern, keine heißere Zielgruppe als sowas. Das heißt, jemand, der mit Ihnen schon mal irgendein Gefühl gehabt hat oder irgendwas aufgenommen hat. Und wenn wir dann noch weiter schauen, in Richtung der nächsten Folie, nämlich Facebook Pixel, das ist ein bisschen so ein Spezialthema. Wir haben gesagt, wir nehmen es heute mit rein. Das ist für mich dann immer so der nächste Step von meinen Trainings und Coachings. Der Facebook Pixel, das ist ein Code, ein paar Codezeilen, die man auf die Webseite einbauen kann. Sowas wie Google Analytics, das sagt den meisten oder vielen was. Und damit kann ich mitmessen, wer war auf meiner Facebook-Seite. Wer, der auch bei Facebook angemeldet ist, war auch auf meiner Webseite. Und diese Personen, natürlich anonymisiert, das ist ganz klar, ja, nicht Vorname, Nachname, Alter, sondern du wirst sozusagen, ich sage immer, digital markiert, ja, und diese Menschen, die bei mir schon mal auf der Webseite waren, die kann ich dann erreichen mittels diesem Facebook-Pixel und daraus wieder eine eigene zielgerichtete Zielgruppe machen. Wir schauen weiter, Hans, auf die nächste Geschichte, das ist dann eh schon die letzte Variante, nämlich Lookalike-Audience. Es gibt kein Medium, das Ihnen anbietet, geben Sie mir eine Basiszielgruppe und ich versuche aufgrund dieser Basiszielgruppe, wo sind die daheim, welche Hobbys haben die, welche Freunde haben die und so weiter, neue Kunden zu finden. Das heißt, diese Lookalike-Audience ist etwas, wo uns das Ökosystem Facebook die Möglichkeit gibt, Facebook, such mal bitte Leute, die so ähnlich ticken wie die, die Fan meiner Seite sind oder auf meiner Webseite waren. Also mit dem haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen, weil das sind natürlich Kunden und potenzielle Superkunden, die man sonst auf klassischem Wege nie erreichen wird. Werbeanzeige, schnell und einfach. Machen wir es ganz kurz. Die Kollegen aus der Branche werden mich dafür steinigen, aber da geht es darum, es gibt für EPU und KMU und die, die sich selber was machen möchten oder mal probieren wollen, für kleine Budgets. Ich sage es dazu, die Möglichkeit, man sieht es auf dem Slide, bitte gerne auch in den Unterlagen anschauen, dass ich etwas hervorheben kann. Hervorheben heißt immer Werbung. Und auf der rechten Seite machen wir es ganz kurz, was ich am Anfang schon gesagt habe. Was ist mein Ziel? Und wenn mein Ziel ist, mehr Webseitenkäufe zu erzielen, dann werde ich auf der rechten Seite dieses Ziel anklicken. Wenn mein Ziel ist, da ganz rechts auf der rechten Seite, Unternehmen lokal hervorheben. Also das heißt, ich möchte mein Unternehmen in einem Umkreis rund um meinen Unternehmensstandort bewerben. Dann werde ich das Ziel machen. Aber bitte, denken Sie immer daran, was ist Ihr Ziel? Wenn Sie sagen, okay, ich möchte mehr Nachrichten bekommen oder ich möchte den Beitrag bewerben, um mehr Likes zu bekommen, wobei jetzt können wir diskutieren, wie viel bringt man das, ja, dann ist das auch okay. Aber das Ziel ist immer ganz wichtig. Umkreiswerbung, habe ich gerade gesagt, das ist ziemlich cool. Ich kann bei Facebook, bei Google AdWords, wenn wir zum Schluss noch kurz hinkommen, sagen, ich möchte meinen Unternehmensstandort und rund um diesen möchte ich Werbung machen. Nirgends anders, ziemlich cool für lokale Geschäfte, die hoffentlich bald wieder aufsperren. Man sieht hier die Einstellungsmöglichkeiten, man braucht selber eigentlich nur durchgehen, ich kann einen Kampagnenzeitraum eingeben, ich kann mein Tagesbudget, ich habe schon gesagt, ab 1 Euro eingeben. Ich bitte Sie, Ihre Zielgruppe zu kennen. Das ist nicht so, meine Zielgruppen ist von 16 bis 70, sondern wo sind 80%, 90% Ihrer Kunden?
ganz wichtig. Ich kann den Ort einstellen, also ich kann die Zielgruppe wirklich an dem anpassen, wo ich weiß, als Unternehmerin, als Unternehmer, da werden wahrscheinlich meine Kunden daheim sein. Nicht woanders. Nicht woanders fischen in einem Teich, wo ich nicht weiß, ob er zubeißt, sondern schauen wir mal, dass wir die leider erreichen in der Zielgruppe. Und, jetzt aus aktuellen Anlass in den vielen Beratungen, die ich gerade mache, gerade Webshop, wenn ich die Logistik vom Liefern nicht im Griff habe, dann muss ich halt regional dort bleiben, wo ich es im Griff habe. Ganz genau. Und also, dann macht man nur dort Werbung und nicht zu sagen, ich tue nach Wien und tue Lebensmittel nach Wien transportieren und weiß nicht wie. Aus dem aktuellen Fall. Ich wollte gerade sagen, Hans, also ja, ist eh nett, dass ich vielleicht einen Kunden im Burgenland habe, aber wenn ich 99 Kunden in Oberösterreich habe, dann brauche ich im Burgenland nicht Werbung schalten. Genau. Schauen wir weiter. Die Expertenvariante an sich, nämlich der Facebook Ads Manager, man sieht es hier oben auch als Link eingeblendet, ist ein bisschen eine aufwendigere Variante, aber viel zielgenauer. Da sage ich immer ganz gern, bitte Kolleginnen, Kollegen oder auch mich kontaktieren, das ist etwas, das sollte man jemandem zeigen, wie man mit dem umgeht. Aus meiner Sicht macht sowas aber wirklich nur dann Sinn, wenn man Budgets hat, die ja einige 100 Euro, vorsichtig gesagt, im Monat ausmachen, dann zahlt sich das aus. Wie gesagt, mit der anderen, mit der Quick and Dirty Variante von dem Hervorheben, kriegt man Ergebnisse, kein Thema. Wie wertig die sind, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber sie werden für kleine Budgets trotzdem funktionieren, um Reichweite zu bekommen. Die große Variante an sich für die, die wirklich eine Strategie haben und ein Budget haben, das ist jene, aber bitte hier auf Beraterinnen und Berater zurückkommen. Es gibt verschiedenste Ausspielmöglichkeiten, das kann man sich dann in einem Coaching im Detail anschauen. Da können wir gleich weiterschauen, Hans, in Richtung den Zielgruppen und genau den Bewerbungen. Was kriege ich für 10 Euro? Das ist auch oft so eine Frage, was kostet Werbung auf Facebook? Man sieht hier, der sogenannte 1000er Kontaktpreis macht hier 10 Euro aus und ich kriege zwischen 1300 und 4600 Einblendungen. Das ist super. Bei 100 Euro ist die Grätsche schon ein bisschen mehr. Warum ist die so groß? Weil es einfach darum geht, dass hier Menschen interagieren mit den Inhalten. Und aufgrund dessen, je besser interagiert wird mit der Werbung, desto mehr Reichweite gibt es von Facebook. Also kurz gesagt, wenn ihr Werbung schlecht ist, Müll ist, dann kriegt es minimale Reichweite. Wenn ihr Werbung beim Zielpublikum gut ankommt, dann kriegt es mehr Reichweite. Schon lange steht bei mir die Frage da mit organischer Reichweite. Gibt es die noch? Geht das noch? Funktioniert die Möglichkeit noch? Organische Reichweite gibt es noch. In manchen Ländern der Welt gibt es es nicht mehr, weil sie Tests machen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Organische Reichweite, man sieht es bei dem Slide ganz gut. Wir sehen, 372 Einblendungen haben wir kostenlos bekommen und mit 20, ich glaube, das waren 20 Euro oder 25 Euro, haben wir 6.500. Das heißt, bitte, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, denkt noch, zahlt sie mir Aufwand aus für die Reichweite oder sage ich, mache ein cooles Posting, einen super Inhalt, hau 20 Euro in die Kasse und kann 6.500 potenzielle Kunden erreichen. Bitte nur so. Organische Reichweite ist keine Strategie. Gibt es ja bald nicht mehr. Google, schauen wir weiter. Google, ganz wichtig, Suchmaschine, de facto Marktanteil 90%. Wir schauen auf die nächste Folie, lieber Hans, wo wir dann ganz kurz sehen. Google My Business. My Business, ganz wichtig, eingetragen zu sein. Wir sehen es auf der nächsten Folie dann explizit, wie schaut das aus. Nämlich, wenn Sie bei Google My Business, die Links sind alle in die Unterlagen, eingetragen sind, dann bekommen Sie am Desktop die Chance, ein Logo oder ein Bild einzublenden. Öffnungszeiten werden angezeigt und ganz rechts, wenn man es sich anschaut, am Smartphone, gehört Ihnen die ganze Seite. Also 90% der Suchanfragen, die nach Telefonnummer, die nach Adresse, nach Öffnungszeiten suchen, sind abgedeckt, ohne dass sie einen Klick auf die Webseite machen müssen. Und Google My Business ist ein Geschenk, das kriegen sie for free. Google sagt, wir wollen valide Daten. Und dann schauen wir nur ein Stück weiter, was kann man dann sonst? Aus aktuellen Anlass, weil wir das immer wieder haben, die Leute sind eintragen, haben die Telefonnummer dort, aber sie ist nicht verlinkt. Und du hast vorher schon gesagt, die Welt ist halt eigentlich mobil unterwegs und beim Handy ist es, wie wenn ich die Nummer nicht hätte. Weil wenn der jetzt zurückgehen muss auf Anrufen und sich die Nummer merken,
Ja. Also das sind oft wirklich so Kleinigkeiten, die wir immer wieder sehen in unseren Digitalisierungsberatungen. Also man sieht hier an dem Screenshot, Hans, bei mir ganz unten in der Desktop-Variante gibt es Feedback. Ich hoffe, das sieht man ganz klar in Grau, steht unten, wo Feedback. Ja. Und wenn ich quasi noch nicht Inhaber oder Besitzer dieses Ortes bin, dann kann man das sozusagen beantragen, dass man sagt, ich habe wirklich Zugriff auf meine eigenen Daten, weil oft generiert Google das auch von selbst. Also dieser Eintrag, wenn Sie noch nie was bei Google My Business gemacht haben, kann es sein, es gibt den Eintrag, aber wie gesagt, diesen kann man auch claimen, also für sich beanspruchen und dann selber die Daten ändern. Und dann ist auch das richtige Foto dort. Ja, genau. Ja, Google Werbung, ganz kurz, die meisten werden es kennen. Suchergebnisse sind mit Anzeige gekennzeichnet. Wenn man bei Google Werbung schaltet, bezahlt man nur für den Klick. Das heißt, die Anzeige an sich oder die Sichtbarkeit kostet kein Geld. Nur wenn jemand draufklickt, dann bezahlen sie Geld. Ich glaube, das sehen wir dann bei der nächsten Folie ganz gut, dass wir auch noch gut Zeit für die Fragen haben. Genau. Auch wieder die Variante für Kleinstunternehmen, die sie vielleicht noch nicht mit einer Agentur beschäftigen können aufgrund vom Budget. Es gibt von Google die AdWords Express Variante, wo man mit wenigen Klicks, wir sehen es glaube ich bei der nächsten Folie dann ganz gut, selber Werbung erstellen kann. Seien Sie noch bewusst, was wollen Sie bewerben? Was sind Ihre Key Features? Man sieht hier rechts auf der Folie, ganz genau können Sie definieren, wo kann Ihre Zielgruppe herkommen. Ähnlich wie bei Facebook. Sie geben ein Budget ein und sehen dann bei der nächsten Folie, wenn Sie das gemacht haben, auch Ergebnisse. Da sieht man für 21,75 Euro. In dem Fall habe ich 8000 Einblendungen bekommen, 37 Klicks. Sie sehen die Suchwortgruppen. Also für alle die, die sagen, ja, ich will mich mal ein bisschen damit beschäftigen, ist diese Google AdWords Express Geschichte sicher nette, wenn es, wie gesagt, immer budgetabhängig in eine andere Liga geht. Natürlich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche was machen, weil die wissen genau, wie man wo dreht. Aber ich sage immer ganz ehrlich, für EPU mit einem kleineren Budget zum Beispiel, kann man einmal selber ein paar Versuche machen und ja, mit 10, 20, 30 Euro ist noch nichts verhockt. 6 Tipps, ganz schnell. Super, wir sind gut in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit. Ein bisschen überziehen da mal, das sind unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon gewohnt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Sie wollen ja einen Mehrwert haben. Ja, erste Frage, Inhalte. Welche sind relevant, welche sind interessant für die Zielgruppe? Ganz wichtig, ein Tipp von mir, weniger ist mehr. Inhalte, wo Sie der Meinung sind, okay, die werden interessant sein, bitte posten. Wenn Sie selber kein gutes Gefühl haben, nicht posten. 80-20, ganz super. Ich bin der Meinung, die Leute wollen unterhalten werden. Ja? 80% der Inhalte an sich sollen ja, einen Mehrwert bieten, interessant sein. Und dazwischen kommen dann die Verkaufsangebote. Also von dem her gesehen, die Mischung 80-20 passt sicher ganz gut. Wenn Sie es umdrehen, 80% verkaufen, 20% unterhaltsam, wird es vielleicht auf lange Sicht nicht so gut funktionieren. Bilder funktionieren gut, Videos funktionieren besser, mehr muss ich nicht mehr sagen. Jeder weiß, Bewegtbild schafft einfach Interaktion, schafft Interesse. Das heißt, wenn Sie ein Foto haben, ein gutes, ist super. Wenn Sie ein Video haben, ist es nur besser. Ausdauer, ja, das ist so ein Thema. Viele glauben, jetzt mache ich Social Media, jetzt mache ich auf LinkedIn einen Account oder auf Pinterest einen Account und dann mache ich mal einen Monat und dann nach einem Monat sehe ich keine Ergebnisse. Das wird nicht funktionieren. Alle großen Influencer, alle großen YouTuber, die erfolgreich sind, haben eins gemacht. Sie haben einfach einmal gemacht, sie haben einfach einmal angefangen. Ja? Und irgendwann einmal sieht man dann, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Aber gerade bei Social Media ist Ausdauer wichtig. Also nach 2 Monaten, nach 3 Monaten würde ich mir noch bei niemandem trauen zu sagen, das war jetzt gut oder war nicht gut. Frage, die da reinkommen ist, die Partnerlinks sich gegenseitig auf Webseiten sogar sich gegenseitig zu bewerben. Bringt das was? Ja,
Ja, ist sicherlich nett, macht dann Sinn, aber macht halt nur einen Sinn, wenn das gegenseitige Bewerben auch einen Mehrwert für einen Kunden hat. Also nur die sozusagen Backlinks, wie das so schön heißt, aufzubauen, dass der auf den hin sagt und der auf den hin sagt, das ist okay. Aber man muss am Ende vom Tag immer daran denken, ist für den Kunden ein Mehrwert, bringt dem das was? Ja, ich habe in den letzten Tagen so Sachen gesehen, bitte in den Facebook-Kommentaren deine Seite posten und jeder soll dann die Seite liken. Wieso? Wenn ich Veganer bin, bin ich nicht, aber wenn ich Veganer bin und jemand sagt, bitte jetzt machen wir so einen Like-Contest oder tut jeder seine Seiten verlinken und dann sagt er, bitte like meine Grillseite, wo es um Fleischessen geht. Wieso soll ich das machen, wenn mich das nicht interessiert, wenn ich Veganer bin? Also bitte immer Abstand halten von diesen Verlinkungen und irgendwie so gegenseitigen Pushen, das bringt nichts. Nehmen Sie ein bisschen Geld in die Hand. Sprechen Sie Ihr Zielgruppen an. Das bringt zehnmal mehr als ein Link von irgendwem, der Ihnen einen Gefallen da hat, weil er vielleicht ein Freund oder Freundin ist. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was ich gerade gesagt habe. Ja, ein bisschen Einsatz und wenn es nur 20 Euro im Monat sind. Es ist okay. Wir haben gesehen, bei der einen Statistik zuerst für 300 organische Einblendungen oder 400 mit 20 Euro habe ich 6000 Einblendungen gekriegt. Das ist auch für jedes EPU machbar und da sprechen Sie eure Zielgruppe an. Das ist der Sinn der Sache. Ja, super. Also danke mal, Michael. Wir haben aber Punktlandung. top gelandet. Ich habe jetzt nur ein bisschen ein paar Sachen und einige Fragen, die wahrscheinlich die Bitte. jetzt beantworten werden können. Die gehen nämlich immer wieder Richtung das Förderung, also Erfolg Plus, unser Förderprogramm für E-Commerce, eben jetzt seit dieser Woche offen. Modul 1, diese 75%. Und eben jetzt neu auch das Modul 2 für Umsetzung und eben auch die Bewerbung von neuen E-Commerce-Aktivitäten. Ja, ich habe aus aktuellem Anlass ganz kurz diese drei Schritte aufgezeichnet. Auf unserer Landingpage wkotoe/erfolgplus finden Sie, wenn Sie runterscrollen, in diesem Rahmen mehrfach verlinkt den Begriff E-Service, E-Service der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Wenn Sie da draufklicken, geht eben dieses E-Service auf. Achtung, das ist der zweite Teil da in der Mitte. Schauen, dass man sich dann wirklich als Firma mit dem Firmenaccount was sagt man, einsteigt. Passiert nämlich immer wieder, weil Wifi das System auch verwendet, dass das System jemand privat erkennt als Wifi-Kunde. Und privat gibt es ihm keine Förderung. Also der Hinweis ist ganz aus aktuellem Anlass, weil es immer wieder passiert. Wir werden das beim nächsten Relaunch wird das nicht mehr passieren, aber jetzt ist halt das System so, weil wir sehr schnell waren. Und dann gibt es in den Kacheln eben diese geförderte Beratungen. Wenn Sie da geförderte Beratungen draufdrucken, dann geht es eh schon Förderansuchen einbringen und dann werden schön durchgeführt. Das funktioniert recht gut. Also wie gesagt, E-Service und ganz, ganz wichtig, mit dem Firmenaccount einsteigen. Es gibt schon wirklich eine Reihe von Einreichungen. Es ist ein bisschen Herausforderung von uns, weil wir das Ziel haben, das möglichst schnell zu genehmigen und schnell, dass wann das stattgefunden hat und die Rechnung am Ende der Beratung, der Umsetzung reinkommt, gleich wieder das Geld zu überweisen. Ja, eine Frage, die da auch noch offen ist, es sind ja jetzt auch andere Förderungen vom Land Oberösterreich, unter anderem die 5 Millionen Euro für das Digitalisierungspaket. Ja, man ist da gerade jetzt in der Aufteilung, wo die 5 Millionen überall hinkommen. Das ist noch nicht ganz genau definiert. Ein großer Block wird auf jeden Fall auch über das Digital Starter sein. Die genauen Abwicklungen und Modalitäten sind gerade, weil der Digital Starter, das ist gemeinsam wieder mit der Wirtschaftskammer, da sind wir gerade im Ausarbeiten. Wir werden sicherlich von unserer Seite, vom Service Center, sehr stark darauf drängen, dass sie jetzt Umsatz sehr stark im Mittelpunkt ist und damit Geld, das wir da auch haben, vielleicht auch dort für andere Produkte rein wird. Also da bitte, meine Damen und Herren, einfach immer auch auf unserer Seite, und da rede ich jetzt von wkot.de/jetzt-umsatz-online-machen, weil dort werden wir sie immer aktuell halten, was gibt es gerade. Ja, eine zweite Geschichte ist, wir haben jetzt alle drei geplanten Webinare durchgemacht in Rekordzeit. Danke dir jetzt, Michael, danke auch den beiden
Vorrednerinnen und Rednern. Wir sind gerade dabei, die online zu stellen und man kann sie dann natürlich jederzeit nachhören über den YouTube-Kanal. Parallel dazu haben wir schon gestartet mit den Online-Videoberatungen für individuelle Fragen, also 60 Minuten kostenlos mit mir in dem Fall und einem Unternehmensberater oder IT-Experte oder eben einem Werber gemeinsam zu machen. Ja, die ersten 5 Termine, also einer war schon, die anderen 4 sind auch schon voll. Die Resonanz ist gewaltig. Momentan haben wir den 29. April und 7. Mai aufgemacht. Wir sind da immer von 8 Uhr morgens bis 7, 19 Uhr abends und da 9, 10 zum Teil Beratungen. Es freut uns, dass der Andrang so groß ist und nützen Sie das mit diesem Wissen, das dort haben wir einfach auch wirklich ganz bewusst in das Förderprogramm Erfolg Plus reinzugehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz was Wichtiges. Eine Sache, wir sind ja nicht nur wir aktiv, WiFi Unternehmerakademie hat auch relativ rasch jetzt ein Produkt, das glaube ich sehr interessant ist, rausgestampft. Am Montag, den 27.04. gibt es ein Online-Seminar, das kombiniert ist für die Teilnehmer mit 3 individuelle Trainerstunden, genau zum selben Thema, wie wir jetzt sprechen. Und das, sagen wir mal, Sensationelle dran ist, weil das über ein LIDA-Projekt gefördert ist, 80% vom Land Oberösterreich. Das heißt, das Gesamtpaket, 3 individuelle Beratungsstunden, Trainerstunden, Coachingstunden, wie man es immer nennt. Und das Online-Seminar um 120 Euro ist sicherlich sensationell. Oben ist der Link, wo man sich für diese Veranstaltung frei, muss man so fast sagen, anmelden kann. Die Termine werden einfach individuell vereinbart. Ja, ich schaue, was noch reinkommen ist. Das ist nur eine Frage da. Wer ist dafür zuständig für die 5 Millionen, gehen wir davon aus. Es wird in Summe das Paket des Landes Oberösterreichs dann natürlich, das ist die BISAP drinnen, es sind ganz viele, aber zum Teil natürlich auch, wenn es um Innovation geht und wenn es um Digitalisierung geht, sind da wir als Wirtschaftskammer und dann letztendlich als Innovationsservice auch ganz, ganz stark mit drinnen. Jetzt schaue ich noch, ob noch ganz was Aktuelles reinkommen ist. Na, das sind eher Danke-Sachen, die ich dir zurückschreiben darf. Eine Frage, die da noch reinkommen ist, wie oft muss ich auf YouTube aktiv sein? Ja, es ist einfach beantwortet. Es gibt kein Muss und es wartet, ich sage immer ganz gerne, es wartet niemand drauf. Natürlich macht es Sinn, wenn man so wie eine Kundin von mir im Fitnessbereich jetzt tätig ist, die regelmäßig jede Woche am Mittwoch um 9 Uhr am Vormittag ein Online-Workout anbietet zum Beispiel. Also was wir Menschen natürlich schon wollen, ist natürlich eine gewisse Beständigkeit. Das heißt, wenn ich weiß, jede Woche ist da mein Training oder jede Woche kommt da um die Uhrzeit ein neues Video online, dann gibt es ein gewisses Bindungsgefühl. Also ich möchte jetzt nur sagen, wenn man es schafft und wenn man es aufrechterhalten kann, dass man sagt, okay, es gibt dann einen gewissen Tag, und das ist ganz wichtig, nicht so irgendwann einmal nächste Woche kommt irgendwann einmal ein Video. Nein, sondern entweder committe ich mich zu dem und sage, okay, ich biete euch jeden Mittwoch um 9 Uhr mein neues Online-Video auf YouTube, auf Facebook, auf wo auch immer an. Ja, oder ich halte es einfach und sage, gut, ich will meinen Kanal dementsprechend betreuen. Und es gibt halt immer nur dann was, wenn ich auch wirklich was zum Erzählen habe. Und das ist eigentlich die Quintessenz. Also das ist immer, was man sich auf die Fahnen schreiben sollte. Ich kann es nicht oft genug betonen, ich warte nicht auf einen Inhalt, der mir dann nicht passt. Also es muss schon was sein, wo ich sage, entweder abonniere ich, wie man es so im klassischen Bereich bei einer Zeitung oder bei einem Magazin macht. Ich abonniere den Kanal, weil das gefällt mir. Und dann habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Und dann muss auch der Inhalt kommen. Und wenn dann auf einmal was kommt, was nicht passt, dann werde ich mir irgendwann einmal überlegen, okay, dann drehe ich das Abo wieder ab. Also da ist Beständigkeit der wichtigere Faktor und nicht so die Frequenz. Es wird schwierig mit aufhören. Eine Frage, die, glaube ich, auch öfter kommen ist, das sind die berühmten Keywords. Wie erkenne ich die? Wie wichtig sind die? In die Suchmaschine jetzt. Das ist jetzt das Suchmaschinenthema, ja. Im kleinen Bereich, wenn man diese Google AdWords Express-Variante verwenden will,
dann bietet dann Google aufgrund von seinem Unternehmen, aufgrund von der Kategorie des Unternehmens eigentlich schon ganz, ganz gute Vorschläge. Wenn man es natürlich dann spezifischer machen würde, das heißt für mich immer höhere Budgets hat und einen anderen Anspruch hat, dann ist sicherlich vernünftig, sie mit Kolleginnen und Kollegen aus der Suchmaschinenbranche zusammenzusetzen, die dann wirklich mit jemandem durchgehen, welche Keywords sind relevant, welche funktionieren nicht. Also auch da ist dahinter Maschinerie, aber für mich ist es immer so, was habe ich selbst Budget, an Werbebudget oder auch an Honorarbudget. Und dann muss man entscheiden, ist gescheit, wenn ich einen Experten frage, der mir da hilft, weil das passt jetzt. Und auch die Förderungen, die du ja angesprochen hast, Hans, sind in dem Fall halt richtig gut, ja, wo man sich einfach anschauen muss. Es gibt da vieles, wo man sie jetzt in der Situation gute Unterstützung holen kann, aber auch gute Förderungen holen kann, um vielleicht jetzt als Kleinunternehmen oder KMU zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Schritt, leiste mir professionell Hilfe und wenn ich es dann ein bisschen gefördert kriege, ist natürlich umso besser, oder? Genau, und ja, dass das zurzeit gut angenommen wird, freut uns und sorgt auch, dass wir das richtige Thema gerade setzen. Ja, mir bleibt nur Danke zu dir zu sagen, danke für deinen interessanten Vortrag. Es war die letzte Meldung. Danke, super Vortrag. War sehr informativ. Lese da noch vor. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, wirklich von aus vollstem Herzen dafür Interesse. Es freut uns, dass Sie dabei waren und dass Sie so aktiv gerade mit uns kommunizieren. Nutzen Sie alle Möglichkeiten der Förderung. Nutzen Sie auch die Möglichkeiten von individuellen Gesprächen. Nutzen Sie das wirklich mit den Kollegen aus der Branche, professionell da unterstützt und gefördert zu werden. Ja, nichts ist geschehen. Gut ist gegangen, super heute mit der Technik. Mir bleibt nur frohe, erholsame Osterfeiertage zu wünschen und vor allem gesund bleiben. Danke, auf Wiedersehen. Okay. Alles Wiedersehen. Gute.